Das Erste, was ich natürlich schon weiß und kenne, ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung und sonntags die FAS, die Sonntagszeitung. Abends habe ich gelesen die Bild-Zeitung, weil es die schon online gibt, die Süddeutsche Zeitung und am nächsten Morgen lese ich noch die Süddeutsche Zeitung. Ich empfehle, um zu wissen, was in der Welt vor sich geht, mit Sicherheit die Lektüre der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und zwar nicht, weil ich da arbeite, sondern weil sie wichtig ist. Und ich würde sagen, man sollte daneben, wenn man die Sprache kennt, noch unbedingt was Englisches lesen. Also aus der angelsächsischen Welt. Entweder die Financial Times in England, wenn einen das interessiert, oder die New York Times, die wahrscheinlich die beste Zeitung der Welt ist.